So, und der Gewinner in der Kategorie Wissen und Bildung dieses Jahr 2014, der Grimm Online Award, geht an Ford McMoney. So in our community, because we have such a well-known opportunity for work employment. Sprechen Sie mit der Bürgermeisterin. And I've been doing that for a lot of years, because my dad showed me when I was a kid. Oder mit einem Obdachlosen. Im aufwendigen Doku-Game For McMoney von Arte führt der Spieler individuell gesteuerte Gespräche und entscheidet, wo er als nächstes hinfährt. So erkundet er jeden Winkel der Stadt, in der Ölsand gefunden wurde. Der verspricht, ihre Bewohner reich zu machen. Die Schattenseiten erfährt der Spieler aber ebenso hautnah. Jede Menge Glückssucher stranden in Fort McMoney. Die Stadt wächst unkontrolliert und die Folgen für die Umwelt sind kaum absehbar. Jeder Spieler erlebt sie anders, die Dokumentation über Fort McMoney. Am Ende muss sich aber auch jeder ganz für sich zwischen Gewinnstreben und Gewissen entscheiden. Ja, eine sehr, sehr gute Wahl, wie ich finde. Ich wusste erstmal so überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte, als man mir gesagt hat, ja, geh mal auf die Seite, das ist total großartig. Dachte ich, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Doku? Ist das ein Spiel? Ist das jetzt echt oder nicht? Und das ist genau auch der Reiz, den diese Seite und dieses Doku-Game ausmacht. Und das hat sogar mich in seinen Bann gezogen. Und das ist eine Leistung, weil mich kann man normalerweise mit sowas wirklich jagen. Und ich habe da auch viel Zeit vorm Rechner verbracht und mir das angeguckt und das sogar auch genossen. Und es war für mich auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und die Jury begründet ihre Entscheidung so: Bei Fort McMoney verschwimmen die Grenzen zwischen Reportage und Videospiel. Besucher des Web-Specials wechseln vom passiven, rein konsumierenden Zuschauer hin zum Akteur, der auf vielfältigste Art eingreifen kann. Die auf diese Weise erzeugte Nähe ermöglicht ein intensives, multisensorisches Nutzererlebnis. Dank aufwendiger Grafik, innovativem Interface und geschickter Kameraperspektive erlaubt das Web-Special nicht nur die Identifikation, sondern auch die Interaktion mit dem dokumentierten Protagonisten. Auf die Bühne für das Projekt Fort McMoney bitte ich jetzt Alexander Knetig. Herzlichen Glückwunsch. Herr Knetig, Sie sind jetzt alleine gekommen. Ich glaube, wenn alle gekommen wären, dann hätten wir anbauen und ich Französisch sprechen müssen. Beides unmöglich. Absolut Französisch und Englisch. Natürlich ist es ein bisschen absurd, dass ein so aufwendig inszeniertes Projekt, an dem so viele Leute in Frankreich und in Kanada teilgenommen haben, am Ende nur noch von einer Person hier vertreten wird. Aber vielen Dank auf jeden Fall. So in etwa eine Zahl, wie viele Menschen beteiligt sind? Haben Sie da den Überblick? Ich würde sagen, bei Arte France waren es 3 Leute. In der Produktion bei Toxa in Montreal waren es nochmal 15, würde ich sagen. Und beim NFB, bei unserem Co-Produktionspartner, waren es auch nochmal 3. Also gut 20 Leute. Jetzt ist das wirklich eine sehr aufwendig und komplexe Seite. Roger hat es gesagt, ich war natürlich auch sehr viel dort unterwegs. Man taucht in eine Welt ein, man hat wirklich immer das Gefühl, man spielt ein Videospiel, aber irgendwie ist es auch echt. Wer ist denn auf die Idee hinter diesem Projekt gekommen? Ein paar sehr kreative Game Designer, die zwischen Paris und Montreal agieren, unter anderem ehemalige Game Designer von Ubisoft, einer großen Firma in diesem Bereich. Und die Idee war es vor allem am Anfang, wie uns unsere Co-Produktionspartner dieses Projekt angetragen haben, haben wir gesagt, ja, das ist super spannend, aber es ist halt der Norden von Alberta, das ist verdammt weit weg, sowohl für unser französisches als auch für unser deutsches Publikum. Und da hatten diese Game Designer eben die Idee, ja, aber dann vor 30 Jahren hat sich niemand für Urbanismus interessiert. Dann ist ein Spiel herausgekommen, das heißt SimCity, und seitdem interessieren sich viele Leute für Stadtplanung. Versuchen wir es doch mal so. Und die Leute sind dann tatsächlich auch auf die Seite gekommen, dank diesem Game Design.
ist das so, die Resonanz, wie hoch ist sie denn jetzt, vor allen Dingen auch bei den deutschen Spielern, kann man das nachvollziehen? Absolut. Das, was ganz toll ist an Fort McMoney, im Gegensatz zu anderen Projekten, die hier auch schon ausgezeichnet wurden in den letzten Jahren, wie Alma oder Prison Valley, ist es so, dass bei Fort McMoney zum ersten Mal das deutsche Publikum massiv gekommen ist. Knapp 40% aller Spieler kamen aus Deutschland. Und das, denke ich, dank einer viel größeren Reife auch des Publikums heutzutage und natürlich auch dank unseres Medienpartners der Süddeutschen Zeitung, bei der ich mich auch nochmal herzlich hier bedanken möchte, die wirklich einen super Job gemacht hat in diesen drei Spielphasen von Dezember 2013 bis Februar 2014. Großartig. Dann jetzt nochmal ein Foto. Alexander Knetich jetzt stellvertretend für 20 andere für Fort McMoney. Dankeschön, danke auch, Roger.